Ich höre doch im Phantom. Ich höre ihn doch schon. Ich höre ihn doch schon von links. So, du kleiner Sack. Und da ist noch einer. Komm her. Hey, meine lieben Zugucker, herzlich willkommen wieder zurück. Ich habe vergessen, mir Gloom-Munition zu machen. Shit. Ja, herzlich willkommen zu Part Nummer 16 von Prey. Ja, ich bin hier in dem Psychotronic Staff Only Dings und wir haben hier den Generalschlüssel. Damit habe ich jetzt hier den Spaß aufgenommen. Ich kann das verriegeln? Okay, cool. Ja, ich habe hier das Räumchen aufgemacht und werde angerufen. Hallo Morgan, wir sollten reden. Mein Codename ist December. Ich werde Ihnen helfen, von der Talos 1 zu fliehen. Ihre Erinnerung ist lückenhaft. Aber Sie haben Anweisungen hinterlassen, falls die Typhon ausbrechen sollten. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie haben eine Kopie seiner Startschlüsselkarte und Vorräte in der Neuromod-Abteilung versteckt. Ich übertrage die Position auf Ihre Karte. Ich kontaktiere Sie wieder, wenn Sie den Schlüssel haben. Jetzt. January. December. Super. Jetzt geht's ja aber auch. Toll. Wer ist December? Hol dir den Schlüssel zur Alex Fluchtkapsel. Neuromod-Abteilung, okay. Was haben wir denn erst einmal hier? Kann ich das, wo? Au, Mann. So, du Sackding. Mann. Haben wir noch Ersatzteile? Ja. So, kann ich dich reparieren? Tatsächlich. Ey. Hallo. Danke. Ich habe das Gefühl, ich werde von links gleich beschossen. Na also, geht doch. Dann geht mir das Ding nicht mehr auf den Sack. Und das können wir auch reparieren. Können wir das reparieren? Ja, wir haben ja genug Ersatzteile hier. Easy peasy, lemon squeezy. Komm. Aber wir können es nur reparieren, ne? Wow, wir haben gar keinen Schrott. Das ist natürlich jetzt doof, in mehreren Hinsichten. Dann, komm, wir trinken mal hier den Scheiß und was ist das hier? Das essen wir auch und das essen wir und das essen wir und jetzt sind wir voll. Perfekt. Okay. Hier ist kein... Warum ist hier kein Medkit drin? Hoppala. Warte mal. Schade. Hätte ja sein können, dass ich das kaputt machen kann. Okay, dann gibt es hier jetzt halt nichts. Hier haben wir noch nicht mal Müll drin. Was ist denn das hier? Wofür habe ich das jetzt gemacht? Blöd. Ach so, was mir aufgefallen ist, was ich gerade noch mal machen könnte hier bei dem Audio. Machen wir mal hier ein bisschen die Effekt und hier das auch noch mal ein bisschen höher. Mir hat das nämlich doch so ein bisschen leise gewirkt. Okay, ich hoffe, jetzt passt's. Jetzt ist es nicht mehr so super leise. Okay, dann gucken wir mal. Ah, toll, jetzt. Dein Ernst? Hi, du bist böse. Und ich hab dich angedingst. Wunderbar, kann ich dich gerade... Ja, hier, komm her. Oh, shit. Au, au. Mach dich so kaputt, okay? Oh. Die sind nicht ohne. Ach Gott, ich kriege schon wieder Schaden. Mann. Wo ist hier mein Stuff? Da ist mein Stuff. Wunderbar. Komm, mach mal hier. Danke. Dann hätten wir das nämlich auch. Dann können wir doch hier gerade mal... Ja, kann hier gerade mal runter. Warte mal, January. Fluchtkapselschlüssel. Verdammte Scheiße. Okay, also. Wir haben hier wieder super viel zu tun. Ich meine, ja... Ich will jetzt hier halt nicht als irgendwie tausend andere Sachen machen. Ich will jetzt erstmal diesen Schlüssel haben von John Dorton. So. John Dorton war richtig, Guten Morgen, Talos. Denken Sie daran, sich während Ihres Aufenthalts an Bord einmal im Monat ärztlich untersuchen zu lassen. Dr. De Vries verspricht eine schnelle und möglichst schmerzfreie Prozedur. Vor allem möglichst schmerzfrei. Freue ich mich drauf. Okay. Was haben... Kann ich überhaupt durch? Joel Weeks Leiche. Okay. Kann ich hier durch? Tatsächlich. Psychotronics. Dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal dahin. Nachdem ich hier geguckt habe, ob hier noch irgendwas fehlt. Fehlt hier was? Nö. Alles klar. Dann speichere ich kurz so ein Fallout-Ding. Und dann würde ich sagen, let's go. Und da sind wir auch schon. Umweg. Betritt die Guts. So, Guts. Guts, 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 Guts. Oh Gott. Ich habe hier kein gutes Gefühl. Habt ihr ein gutes Gefühl? Ja? Ich überhaupt nicht.
Die Psychotronik ist das Gegenteil von sicher, Morgan. Was suchst du? Jemand hilft dir. Ist es Michaela? Elazar? Ist doch egal, wer es ist. Ich kann die Nachrichten ihres Bruders belauschen. Darüber besteht Einigkeit. Durchqueren Sie diesen Ort so schnell wie möglich. Okay. Sie suchen nach einer Wartungsluftschleuse zu einem Unterführungstunnel namens Guts. So gelangen Sie ganz nach oben. Okay, ich bin, Guts. Oh nein, das ist... Oh Gott, das ist, nicht gut. Die Musik gefällt mir gar nicht. Warten wir ganz kurz. Ah, ich musste mal hier das Fenster zumachen. Sonst wird unser Ton die ganze Zeit beschallt. Also... Kein gutes Gefühl. Kein gutes Gefühl. Da unten ist eine Mimik. Aber ich gehe da runter. Hi. Hey. Keine Chance. Keine Chance. Wow. Hier, komm her. Na also. Was haben wir hier? Hier ist nichts. Was hast du für uns? Otto Lauder. Munition. Perfekt. Gib mir die Munition. Hier den Lüfter. Ich hätte mir vielleicht auch nochmal Munition machen müssen. Wie komme ich jetzt hier eigentlich raus? Geht das hier einfach? Tatsächlich. Okay, dann müssen wir aufpassen. Wir müssen hier wirklich aufpassen. Ich habe hier kein gutes Gefühl. So, wo ist unsere Glückkanone? Hier ist die Glückkanone. Ich finde es ja gut, dass wir hier die Taschenlampe anmachen können. Die ist aber manchmal doch so ein bisschen nervig tatsächlich. Können wir da hoch? Nö. Moment, hier war doch was. Ich habe doch gerade was gesehen. Die Sicherheitsstation. Okay. Warte mal, haben wir dafür... Bist du gut oder... Das ist eine scheiß Kamera. Alex, hör auf, mich anzugucken. Okay, hier ist doch bestimmt auch irgendwas. Das kriegen wir das... Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob ich hier rein will, in die Toiletten. Toiletten sind immer gruselig. Toiletten sind immer nervig und gruselig. Und was ist das hier? Okay, dann können wir hier durch? Können wir das hacken? Ah! Warte mal, können wir? Ja, kommt mal her. Kann ich das nicht? Ich hab doch hier, guck mal, ich hab doch hier angenommen. Wir machen das jetzt mal hier. Wo ist mein... Da. Funktioniert das? Tatsächlich. Okay. Wollen wir hoffen, dass das... Na, fast... Ey... Oh, nein. Ich hab's gleich. Ach, da unten. Scheiße, ich hab mich verdrückt. Na also. Das ist so cool, dass das funktioniert. Es ist einfach so cool, dass das funktioniert. Krass. Okay. Dann sollten wir jetzt trotzdem aufpassen. Ich habe nämlich Angst, dass hier irgendein Mimik drin ist. Hier ist hundertprozentig ein Mimik drin. Wir laden mal ganz kurz die Taschenlampe auf und ich nehme mal hier diesen Flexi-Bolzen. Flexi-Bolzen. Da ist Munition. Nehmen. Und die Munition war doch auch noch dabei, ne? Nee. Okay, das. Diese angespannte Atmosphäre die ganze Zeit, wirklich. Ich muss hier kurz mal einen Schluck Kaffee trinken. Es ist hier wirklich... angespannt. Es ist eine angespannte Situation hier. Immer. Und das macht es irgendwie cool. Auf der anderen Seite ängstlich. So, wir haben es entriegelt. Perfekt. Dann nehmen wir das Waffen-Upgrade. Die Munition nehmen wir auch. Haben wir hier sonst noch... Hier ist doch bestimmt noch ein Mimik. Hinter dem eisernen Vorhang. Auszug eines historischen Berichts. Okay, das... ihr könnt ja dann immer gerne... Oh Gott, ich habe gerade Angst gehabt, ey. Also, lasst mal gucken, haben wir hier nicht sogar noch Programme? Bereichskarte. Ja, nice. Na also, wie groß ist der Spaß? Der ist groß. Leichenhalle, das ist nicht dein Ernst. Oh nein. Och nö, eine Leichenhalle. Warte mal, Looking Glass Station, okay. Okay, ich hab hier kein gutes Gefühl, ja. Okay, können wir hier einmal zurück? Einmal zurück, da haben wir hier die Besatzung, klar, die brauchen wir jetzt aber nicht. Eine Mail haben wir. Festnahme, Dr. Gallegos.
Alex Yu höchstpersönlich hat angefordert, dass sie am Ende der zweiten Schick Dr. Gallegos zum Sicherheitsbüro in die Haupt- oder in der Hauptlobby eskortieren sollen. Okay. Oh, warte mal. Ich bin hier gerade auf den Bolzen getreten. Den nehme ich noch mit und den da unten auch. Ab, 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 ab. Hier. Gut, ich glaube, das waren alle Bolzen, oder? Nur ein Sicherheitsspeicher, man kennt's. Ah, ich will nicht in diese Toiletten. Oh Gott, ich will hier nicht rein. Ich will da nicht rein. Das hat mir da. Doom hat mir das damals so kaputt gemacht. Okay. Scheiße. Ich höre doch ein Phantom. Ich höre ihn doch schon. Ich höre ihn doch schon von links. So, du kleiner Sack. Und da ist noch einer. Komm her. Kann ich dich kaputt machen? Ja. Noch einmal. Perfekt. Wo ist der andere? Ah! Nimm, nimm. Anzug wurde beschädigt. Ja, ja, alles gut. Kriegen wir hin. Wo ist die Mimik? Da war sie. Oh Gott, diese Mimics, die machen mich fertig. Die machen mich wirklich fertig. Und wir haben bald keine Munition mehr für... Ja, für unsere Glukanone tatsächlich. Ist hier oben... Guck mal, da oben. Da oben ist auch was. Wir haben hier doch für unseren Anzug haben wir doch ein bisschen Stuff, oder nicht? Guck mal, wir haben hier... Psy-Hypno brauchen wir jetzt nicht. Das können wir essen. Waffe-Upgrade brauchen wir. Anzugsreparatur-Kit. Das können wir doch benutzen, ja. Siehst du mal. Wunderbar. Okay. Gut. Dann hätten wir das doch. Dann, ich muss einen Schluck Kaffee trinken. Anstrengend. Diese Atmosphäre ist wirklich, wirklich anstrengend. Weil ich kann halt... Was ist das denn? Der Sternbegeuter... Sternenbeugerzyklus. Wie gesagt, ihr könnt das ja gerne lesen. Mich interessiert das einfach gar nicht. Also, ist auch gar nicht böse gemeint. Aber es trägt halt einfach zu nichts bei. Finde ich. Ich meine, wenn ich mich da irre, dann sagt mir das gerne. Kann ich da hoch? Nee. Wenn ich mich da irre, dann sagt mir da gerne Bescheid. Und hier sind... Ah ja, das ist... Okay. Gehen hier aber nochmal auf die andere Seite. Geh nochmal ins andere Knochen. Oh Gott, irgendjemand hat sie zerfetzt. Ach, das ist doch scheiße. Den hat sie ordentlich zerfetzt. Hi. Hallo. Ah. Gott. Okay. Traumhaft. Eine Ebene runter. Hier ist da was. Ja, da war irgendetwas. Warte mal, hier war... Ich sehe es doch. Hey, die Rohrzange, ich sehe sie doch, oder nicht? Rohrzange, da war sie doch. Rohrzange, gib mir die. Danke. Können wir die nämlich nachher wegtun? Okay, ich würde ja gerne hier runter. Aber jetzt noch nicht. Hi. Okay, der hat wenigstens ein bisschen Glukanister-Gedöns dabei gehabt. Puh. Habe ich schon mal gesagt, dass das Spiel eine gute Atmo hat. Also müssen wir uns merken. Wir müssen auf jeden Fall nochmal die Toilette runter. Was ist das? Das Männerklo oder... Ist das das Männerklo? Lasst uns mal schauen. Das war... Ja, Männerklo. Also, Männerklo merken. Ab diesem Punkt sind Psychoskope erforderlich. Okay. Und Psychoskope kriege ich woher? Hey, wieso komme ich da nicht durch? Ab diesem Punkt sind Psychoskope erforderlich. Okay, ich habe keine Ahnung, was Psychoskope sind, aber wir haben sie halt einfach noch nicht. Was das? Also kommen wir jetzt nicht weiter oder müssen wir erstmal hier... Okay, scheiß drauf, wir gehen hier einfach mal runter. Da! Hallo? Ach, das ist nicht dein Ernst hier. Es ist halt auch vor allem fucking beschissen dunkel. Dich kann ich nicht wegtragen, weil ich zu schwach bin. Okay. Was gibt es denn? Das sind Glukanon-Kanister-Dinger. Ja, traumhaft.
Wir können hier das... Oh Gott! Okay, kein Ding. So, ich mache euch jetzt hier platt. Wow. Ja, greift ruhig an. Kein Ding. Noch eine. Willst du noch mal? Da. Diese Mistviecher, ich sag's euch, diese Mimics sind einfach ganz schrecklich. Okay, also. Ich weiß nicht, was da hinten ist. Ich habe hier doch schon wieder eine Mimik gesehen. Okay, keine Ahnung. Haben wir dich festge... Ja, tatsächlich. Kleines Mistvieh. Klukanone, nehmen wir mit. Was ist mit dir? Oh, was hast du denn da Schönes? Psychoskop. Das Psy- Hoppala. Was ermöglicht die Entdeckung verborgener Mimics? Okay. Ein Durchbruch. Neben den Neuromods die wichtigste Tag auf der Talos 1. Scannen Sie damit die Typhon-Organismen, wenn Sie mehr über sie erfahren möchten. Ja, das will ich. Chipsätze. Deine Trancer-Uniform hat das Psychoskop. Was? Und das Psychoskop können mit Chipsätzen verbessert werden, die dir verschiedene Boni-Verbesserungen zusätzlichen Schutz verleihen. Installiere Chipsets über den Inventarbildschirm deines Transcribes auf Seitenanzug-Chipsets und Psychoscope-Chipsätze. Okay. Übrigens haben Sie das erfunden. So, wie geht das? Schalte das Psychoskop mit rechten Stick und markiere und scanne damit Gegner in der Nähe, indem du Typhon scannst. Entdeckst du neue Fähigkeiten, die du durch das Installieren von Neuromods... Ach, cool. Okay. Finde ich gut. Das gefällt mir. Hat mal so... Dann... Ah ja, okay. Das Geräusch ist halt super nervig dabei, aber... sei es drum. Wo ist unser... Warte mal. Hier, Anzug-Chipsätze. Ich habe aber keine Chipsätze, ne? Mimic. Ah ja, Mimic-Detektor. Ermöglicht die Entdeckung verborgener Mimics. Das ist natürlich praktisch. Das ist sehr praktisch. Das ist sehr praktisch. Definitiv. Sonst irgendwas, was wir benutzen können? Okay, das war doch tatsächlich sehr, sehr spannend gerade. Ich denke, wir werden das im nächsten Part einfach nochmal weiter ausführen. Cool. Okay, meine lieben Zugucker, in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Part. Dann passt auf euch auf, bleibt gesund und habt einen wunderschönen Tag noch. Bis dann, haut rein und ja, bis zum nächsten Part. Tschüss.